willkommen zu einem neuen Video von mir, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt zu diesem besonders wunderschönen Video, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe keinen Plan, was ich labern soll, Leute. Ich habe auch nichts vorbereitet. Ich habe gedacht so, was könnte ich heute noch drehen, weil ich ja an dem Montag ja ein ganz spontanes Video hochgeladen habe. Warum gucke ich eigentlich nicht an und nicht in die Kamera? Sorry, Leute. Und dann dachte ich so, normalerweise lade ich ja mal zwei Videos hoch. Und jetzt dachte ich so, ja, ich könnte jetzt auch mal versuchen, drei Videos hochzuladen. Ihr hattet ja kürzlich gefragt, ob ich nicht mal meine Kartendecks, mein Gott, wie ich so aussehe, ist mir ja auch egal, meine Kartendecks vorstellen. Und ich habe natürlich gesagt, das kann ich ganz gerne machen. Ich habe auch schon das erste Video dafür produziert. Das klingt jetzt total dämlich, aber es ist wirklich so. Also ich habe ein Kartendeck schon mal vorgestellt. Ich wusste jetzt leider nicht so genau, was ich jetzt in diesem Augenblick drehen sollte. Ich habe bei 1000 Kartendecks. Ihr Lieben, bevor ich ein Kartendeck vorstelle und euch was dazu erzähle, wobei ich überhaupt gar keinen Plan habe, was ich euch erzählen kann, möchte ich ganz gerne, dass ihr bitte da oben abstimmt oder da oben, ich weiß noch nicht genau wo, abstimmt genau, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich habe nämlich zu unterschiedlichen Themen Kartendecks. Und da dürft ihr natürlich abstimmen, wie ihr das gerne hättet. Wollt ihr nämlich einzelne Kartendecks vorgestellt bekommen oder wollt ihr, dass ich quasi von Verlagsrichtung oder von Themengebieten Kartendecks vorstelle? Also wie auch immer ihr das gerne haben möchtet, bitte stimmt vorher auch ab oder schreibt das bitte unter den Kommentaren, damit ich das auf jeden Fall nachhaken kann oder auf jeden Fall eure Wünsche in diesem Video einfließen lassen kann. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen Themen, zu diesen spirituellen Kartendecks oder was weiß ich, einfach bitte schreiben, damit ich dieses auch dem nächsten Mal in dem Video einfügen kann oder erwähnen kann oder beantworten kann. Ja, so, das war der erste Start. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, das war der erste Streich vom Schützenverein. Ich würde sagen, falls du das gerne wissen möchtest, welches Kartendeck ich jetzt gleich vorstellen werde, dann bleib doch einfach dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und nicht vergessen, Daumen nach oben da, falls euch das Video gefällt. Und fleißig kommentieren. Genau. Viel Spaß dabei. So, ich habe jetzt ganz spontan mich dazu entschlossen, dieses Kartendeck vorzustellen, weil ich davon nur ein Kartendeck habe. Also ein Kartendeck heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nur ein Kartendeck habe, sondern in speziellen Bereich zu diesem Thema oder beziehungsweise zu diesem Verlag, weil ich nämlich vom Verlag nicht so viele Kartendecks habe. Und es geht ausschließlich um das Thema das Seelenpartner-Orakel von Angela Hartfield und Josephine Wall vom Aquamarin Verlag, genau, Aquamarin, nicht vergessen, genau. Ich wollte irgendwas anderes sagen, aber auch egal, ganz spontan. Es sind 50 Karten zum Thema Seelenpartner. Das ist quasi ein Seelenpartner-Kartendeck der besonderen Art. Es gibt einfach unterschiedliche Kartendecks. Es gibt zum Thema Engelkartendecks, zum Thema Erzengel, zum Therapiekartendecks, es gibt zum Seelenpartnerkartendecks, es gibt zum überhaupt speziell zum Thema Seelenkartendecks, es gibt zum Thema Drachenkraftkartendecks. Also es gibt einfach unfassbar viele Kartendecks. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt in der Kamera gehalten habe zum Thema Seelenpartner. Ich muss wirklich dazu sagen, und das sage ich immer wieder, als ich damit angefangen habe, mit den Kartendecks zu arbeiten, stand dieses Kartendeck auf jeden Fall auf meiner Wunschliste, weil einfach die Karten richtig, richtig hübsch sind. Und ich zeige euch jetzt einfach mal diese Karten. Hier sieht man, also das Kartendeck ist einfach so gebaut, dass es nach nummeriert worden sind von 1 bis, ich
glaube 50 waren das, ne? 1 bis 50. Und ganz oben steht natürlich immer quasi dieser kleine Titel. Darunter steht natürlich die Zahl, damit man weiß, welche Karte man gezogen hat, um danach hinein in dem Begleitbuch nämlich gucken kann, was es für eine Bedeutung hat. Ich glaube, das habe ich bei dem ersten Video gar nicht so ausführlich gezeigt. Ich habe euch das nur ganz kurz gezeigt und man konnte leider die Karten nicht erkennen. Wahrscheinlich werde ich dazu nochmal, wenn ihr möchtet, nochmal zu dem ersten Video nochmal ausführlich, nochmal in der Nähe, hoffentlich habt dann funktioniert das auch, ein Video drehen, dann zeige ich euch nochmal aus der Nähe Perspektive die Karten. Hierbei geht es ja, wie ich das eben schon gesagt habe, um Seelenpartner, also um das Thema Liebe, ob die Person oder die Frau seelenpartnerisch ist oder nicht, oder was es für eine gewisse Botschaft dahinter steckt. Es gab dieses Kartendeck schon viel, viel lange her. Ja, super Deutsch, oder? Nein, aber das Kartendeck wurde verändert. Ich meine, das hatte nämlich ein anderes Cover gehabt als dieses hier. Es hatte nämlich eine andere Farbe und es sah nämlich anders gestaltet aus. Und ich weiß nicht, wie lange ich dieses Kartendeck habe, aber ich finde es einfach unfassbar schön. Anfangs, ich glaube, das habe ich, glaube ich, jetzt seit 2 Jahren oder so, seit 2017, nee, nicht 2 Jahren, seit 3 Jahren, ungefähr 3 Jahren habe ich das, oder 2 Jahren, ich weiß nicht, ich bin ja nicht nur eine Büchersüchtige, sondern auch eine Puzzlesüchtige und eine Kartendecksüchtige. Und ich habe nun mal 2 Liebeskartendeck, das muss man dazu sagen, aber ich finde auch, man muss sich da auch immer nicht anpassen, aber man muss auch ein bisschen abwechslungsreich bringen, sage ich jetzt mal, einfach in dem Sinne, dass man einfach auch mal für die anderen Menschen auch mal was zum Thema Liebe postet oder zum Thema Liebe eine Karte zieht. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht, wenn man eine Karte zieht vom Drachenkraft. Klar, natürlich gibt es da eine Karte bestimmt zum Thema Drachenkraft mit Liebe. Also, ne, aber wenn du es ganz genau wissen willst, dann nimmst du auch ganz genau die Kartendecks für Liebesorakel oder Seelenpartner, um dann herauszufinden, was da für eine Botschaft dahinter steckt oder was möchten dir die Engel für dich gerade sagen in dem Moment, in dem du gerade in jemanden verliebt bist. Ich hoffe, das kann man jetzt so sicherlich verstehen. Genau. Ihr könnt natürlich, ist ganz klar, bei uns gibt es gar keine Regel. Ich bin da sowas von spontan, was es mit Karten anbelangt. Da macht der Arion immer sein Ding und ich mache mein Ding quasi. Also ich sage immer, Arion, hier kannst du mal bei Leute was sagen. Zum bestimmten Thema. Und dann wird der schon sein Senf dazugeben und sagen, du hast ja nicht mehr. Oder Mora, du gehst jetzt mal bitte schlafen. Nein, Spaß. Nein, das wird er nicht sagen, aber er wird da schon so mit kleinen Smicker-Smiley da eine Botschaft dahinter bringen. Ich meine, manchmal sind die schon so crazy, dass man am liebsten echt lachen kann. Ich habe euch ja schon mal gesagt, da gab es mal so eine Karte, wo ich wirklich gedacht habe, die passt gar nicht zu meinem Thema, weil es dann auf einmal zum Thema Hochzeit ging. Und ich habe ihm dann auch gesagt, Aaron, ich werde niemals einen Menschen begegnen auf einer Hochzeit. Wann bin ich bitte schon auf einer Hochzeit? Ich war noch nie auf einer Hochzeit und werde es auch nicht in nächster Zukunft auch nicht sein. Also da kann auch manchmal sein, dass die Karten Voraussagungen, es kann sein, muss nicht, also es kann manchmal stimmen, muss es aber nicht, ist aber auch kein Zwang. Ich habe euch jetzt mal ein paar Karten euch jetzt mal gezeigt. Der Hintergrund, wie ihr gerade sehen könnt, ist natürlich lila, richtig nice gemacht. Und auf der Rückseite sieht man, ich hoffe, das kann man erkennen. Hier ist es natürlich, ich habe keine gefärbten Fingernägel, also würdet ihr nicht wundern, so sehe ich immer aus. Blauer Hintergrund mit, ja, man könnte natürlich sagen, zum Thema, sieht man das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So, sieht aus wie Wolken, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Das stelle ich ja doch, das aus wie Wolken. Also, das sind richtig, richtig, richtig schöne Karten. Und Achtung, ich habe das wahrscheinlich schon am Anfang vergessen zu erwähnen, Leute. Alles, was ich euch jetzt hier schön vorstelle und euch erzähle und so, ne, das ist keine Kooperation. Also, ich bin hier die Einzige hier, die Kartendecks kauft. Also nicht die Einzige, aber ich kaufe ständig Kartendecks. So ist das nicht, dass ich von den Verlagen irgendwie mal so eine Kooperation vereinbare. Falls der liebe Schöne Verlag, das ist mein absoluter Lieblingsverlag, falls möchte, dass ich da mal meine Kartendecks vom Schöne Verlag euch vorstelle, dann einfach abstimmen oder drunter schreiben, weil davon habe ich wirklich eine Anzahl an vielen Karten von Schöner Verlag. Und die haben das auch richtig, richtig schön gemacht. Aber dazu kann ich es ja mal in einem nächsten Video euch erzählen. So, und auf jeden Fall keine Kooperation, nix. Ne? Also wenn dann mit Schöner Verlag wäre echt super. Schöner Verlag, Kooperation hier. Ich habe euch schon tausendmal damit genervt. Ich nerv euch jetzt so oft. Genau. Was könnte ich jetzt noch dazu sagen? Ja, ihr könnt natürlich Fragen stellen zum Thema Seelenpartner, ob dieser Partner der perfekte Seelenpartner ist. Da gibt es natürlich tausende Fragen, die ihr zum Thema Seelenpartner stellen könnt. Das liegt natürlich an euch, an euren Ermessen. Man muss, die Karten sind auch, ich muss das jetzt mal auch mal zeigen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen sind. Normalerweise, es gibt unterschiedliche Kartengrößen. Ich werde, glaube ich, nochmal in einem nächsten Video euch mal zeigen, wie die Unterschiede der Kartengrößen sind. Also dieses Kartendeck ist schon ein bisschen größer als das von dem ersten Kartendeck, das ich euch vorgestellt habe, von dem Allegria Verlag Engel für jeden Tag. Heißt doch so, ne? Von Dawn Virtue. Und es gibt noch ein Kartendeck, das minimalistisch, nicht minimalistisch, aber noch kleiner ist als das hier. Also von der Größe her ist das das Größte und das andere sind halt so kleinere Kartendecks. Es ist auch nicht schlimm, finde ich. Also die Größe ist super. Und ich finde auch, ich habe euch ja jetzt gerade eben die Karten gezeigt, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich finde auch die Bilder an sich auch richtig schön. Also wenn ihr euch jetzt mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ihr euch das jetzt mal richtig anschauen würdet, zum Beispiel zu dieser Karte, ein Moment, Eile mit Weile, wenn du aufgeregt bist, handelst du vorschnell. Vielleicht auch zu, ne, muss man vielleicht ein bisschen warten in der Situation hinaus, einfach mal gucken und nicht chillen. Also sag immer schön chillen, chillen und dann gucken, ne? Gucken und nicht anfassen. Nein. Aber wie ihr seht, die Farben und das Bild an sich, das klingt immer so voll negativ. Ich weiß nicht, ob ihr das so versteht oder so, aber ich finde die Bilder richtig, richtig schön gestaltet. Das ist für mich höchstpersönlich, es ist wirklich, wirklich schön. Also, das sind so. Deswegen habe ich auch dieses Kartendeck auch gekauft, weil ich auch finde, dass die Kartendecks richtig schön gestaltet sind. Hier mal ein Kartendeck. Das einzig Wahre ist die Liebe. Wende deinen Blick ab vom Problem und hin zur Liebe. Probleme einfach mal weggucken und einfach mal in die Liebe schauen. Alles wird gut. Wir werden das sehen. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt zu kurz gehalten. Ihr seht ja natürlich den Regenbogen. Und schön die Erde, Zusammenhalt. Und dann ist diese schöne, ich weiß nicht, ist das ein Baum? Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Hand. Da ist so eine Hand mit Liebe. Von der Liebe. Richtig, richtig schön. Und dazu gibt es ja noch dieses Begleitbuch, das natürlich auch nochmal die Kartendecks dazu erklären. Und hier hinten ist es so richtig schön. Der Mond. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Also die Farben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera überhaupt gut erkennen kann, die Farben. Das sind so unterschiedliche Farben. Da sieht man natürlich den Seelenpartner oder beziehungsweise eine Person und dann noch das Einhorn dazwischen. Und zusätzlich dazu dann nochmal der Schwan und die Feen und diese ganzen bunten Farben, Schwäne natürlich auch nochmal, habe ich auch gerade eben gesagt. Es ist wirklich richtig schön. Also das benutze ich in der Regel auch sehr, sehr selten, weil es ist wirklich eines der
schönsten Kartendecks, die ich habe. Ich meine, alle Kartendecks sind schön. So ist das nicht. Nein, nicht alle, aber die, die ich habe schon. Ich suche immer schon aus, welche schön sind und welche nicht. Ihr könnt mir ja, wenn ihr möchtet, auch einfach mal Fragen stellen zum Thema Kartendecks. Dann kann ich euch da mal was dazu sagen. Also nicht speziell zu den Kartendecks alleine, zum Beispiel zu diesem Thema, sondern einfach generell über Kartendecks, wie zum Beispiel, welche Kartendecks verwendest du am allermeisten oder welche sind deine Lieblinge oder weiß ich nicht, seit wann verwendest du die oder ist irgendwas, was euch irgendwie interessiert. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, ne, immer gerne stellen, weil wir sind auch immer offen und ehrlich. Also ich bin da auch echt offen und ehrlich, wenn es anbelangt. Ne? Und das ist ja auch für mich ja auch eine Hilfestellung, weil ich halt nicht weiter weiß. Dann frage ich auch immer schön die Engel. Also könnt ihr mich ruhig fragen, ne, falls ihr da möchtet. Wenn ihr auch möchtet, dass wir mal so, das hatte ich heute irgendwie auch so spontan auf den Schirm gehabt, mal so eine Tagesbotschaft für eine komplette Woche, dass man da so eine komplette Woche abdreht, dann würde ich quasi sagen, okay, dann drehen wir mal eine komplette Woche, das heißt drei Kartendecks zum Beispiel, und ihr könnt natürlich aussuchen, das gibt es natürlich unfassbar viele Videos dazu, aber wir können das gerne auch machen und ihr könnt natürlich abstimmen, wie ihr es gerne hättet. Dann können wir uns da irgendwas Lustiges einfallen lassen. Ne, Ariane? Du mit deiner lustigen Idee. Hochzeit. Hm? Ja, auf jeden Fall. Josephine Walsch hat auch nochmal ein anderes Kartendeck entworfen. Ich glaube, es gibt davon jetzt drei. Ich glaube, es gibt jetzt noch ein ganz neueres. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, wie das heißt. Aber es gibt auch noch ein Kartendeck, das heißt Heilungsorakel. Heißt Heilungsorakel, ne? Und ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, die sind auch richtig schön gestaltet. Es gibt auch noch mal eins zum Thema Naturgeister. Und das steht übrigens auch auf meiner Liste. Also auf meiner Liste. Auf meiner Wunschliste. Ich habe ja bald Geburtstag. Ihr wisst ja Bescheid. Auf meiner Wunschliste. Und ja, ich bin nicht die Sammlerin, aber man möchte schon ganz gerne wissen, man braucht schon so ein bisschen Abwechslung und man möchte schon ganz gerne wissen, was zum Beispiel, weiß ich nicht, was habe ich jetzt für Kartendecks gekauft, was zum Beispiel meine Verstorbene zu mir sagen. Weil das ist dann auch wiederum der Punkt, wo man auch wirklich ganz gerne wissen möchte, was möchten die einem zu einem sagen. Oder was sagt der Drache, der mit uns zusammenarbeitet. Manche Leute sagen natürlich, Drachen sind sehr, sehr schlechte Energien und sei vorsichtig. So. Das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Und ich bin da der Mensch. Vergebung ist ein absolut super Thema. Jedes Mal in jedem Kartendeck kommt Thema Vergebung. Also dieses Thema ist, glaube ich, immer 99,99% im Kartendeck vorhanden. Immer, bei jedem Kartendeck. Das erstmal dazu. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, aber das muss jeder selber für sich entscheiden, wie ihr das handhabt. Ich habe da meine Vorlieben und ich brauche da ein bisschen Abwechslung, weil ich finde, wenn man jeden Tag Nudeln isst, dann wird es auch auf Dauer langweilig, denke ich mal. Dann hängt das auch irgendwann mal im Hals raus. Ich meine, wenn man 6 Kartendecks hat, klar, macht es dann auch Spaß. Aber, ja, guten Tag, ich habe eine Nachricht bekommen, aber, auf Dauer ist es dann langweilig, ne? So, dieses Kartendeck verwende ich jetzt seit gut 2 Jahren. Ist selten? Nein, gar nicht selten. Ehrlich gesagt nutze ich das jetzt eher selten, weil ich jetzt gesagt habe, okay Leute, passt mal auf, ich mache das jetzt seit 2 Jahren kostenlos. Und das ist auch so eine Energiezeitvertreib. Man verwendet ja seine Energie damit, um für jede Person eine Karte zu ziehen oder für die ganze gesamte Gruppe eine Karte zu ziehen, für jeden Tag. Das haben wir immer gemacht. Und wir haben uns dafür jetzt entschlossen zu sagen, nein, wir werden das jetzt nur noch für uns persönlich machen und wir werden das auch nicht mehr, sieht man mich überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt sieht, nicht mehr kostenlos anbietet. So. Immer dazwischen reden. Das kann ich gut. Genau. Ja. Ich sag immer, lieber authentisch sein, als sich irgendwie zu verbiegen. Das ist mein Ding. Das merke ich voll. Ich könnte darüber stundenlang drüber reden. Und auch wenn mir nichts dazu einfällt, ich finde immer irgendwas,
was man darüber reden kann. Und selbst wenn ich mit Arion rede, finde ich das total interessant. Ja. So, ihr Lieben, ich glaube, das war es jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieses Video gefallen. Und falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt bitte unter den Kommentaren, wie ihr dieses Video fandet. Macht Werbung, teilt es. Was weiß ich. Es ist ein spontanes Video entstanden. Ich habe einfach Lust drauf gehabt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall könnt ihr dann später her nochmal abstimmen, wie ihr es gerne haben möchtet. Ich würde euch dann meine Fragen stellen, dann könnt ihr darauf antworten. Zu diesem einzelnen Themen. Ne? Oh! Ich habe jetzt erstmal gar keine Fragen gestellt. Oh. Das ist ganz spontan passiert, ganz spontan. Ich werde euch jetzt die Karten zeigen. Das war jetzt gar nicht, das war nicht geplant, das war gar nicht geplant, ihr Lieben. Aber, Arion, das machst du extra. Okay, das waren die zwei, drei Karten, sind es runtergefallen. Das habt ihr gerade live miterlebt. Die erste Karte heißt, habe Geduld, habe Geduld. Liebesgeduldig und freundlich immer. In der Situation bedeutet das bei mir höchstpersönlich das oder auch für euch vielleicht. Vielleicht seid ihr jetzt Single und denkt so auch, ihr würdet ganz gerne endlich mal jemanden kennenlernen und würdet ganz gerne wieder verliebt sein oder die Person kennenlernen oder keine Ahnung wie. Auch immer ihr das euch in eurem Geiste vorstellt. Aber auf jeden Fall, warum ist es auf einmal so dunkel bei dir? Das ist nicht mal normal. Aber auf jeden Fall möchten dir die Engel sagen, dass du mal ein bisschen Geduld haben möchtest. Dieses Thema Geduld ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich muss wirklich sagen, dass Geduld ist nicht immer einfach. Und es ist auch nicht immer schön. Denn manchmal ist bei dir die Geduld auch am Ende. Und manchmal hast du das Gefühl, du hast keine Geduld mehr. Du möchtest am liebsten auch jetzt sofort in einer Beziehung sein oder sonst was. Aber die Engel möchten sagen, die Liebe ist geduldig und aber auch sehr, sehr freundlich. Und das ist sie auch immer. Und alles kommt zu seiner Zeit. Alles geschieht aus einem Grund. Das Gesetz der Anziehung. Also genau. Auf jeden Fall zum Thema Geduld. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt, habt das jetzt kurz gesehen. Die zweite Karte ist, konzentriere dich auf die Liebe. Suche bei jedem Menschen in deinem Leben die guten Eigenschaften. Konzentriere dich auf die Liebe, das heißt, fokussiere einfach auf das Positive, dann ziehst du auch das Positive an. Alles, was du denkst, ziehst du an. Wenn du einfach nur denkst, boah, das sind scheiß Menschen, dann ziehst du nur noch scheiß Menschen an. Das ist einfach so. Gesetz der Anziehung, müsst ihr mal googeln, unter The Secret oder Per Frank, Bärbel Mohr, was gab's noch? Rhonda Brains zum Beispiel, auch zum Thema The Secret ist ja von Rhonda Brains. Per Frank hat auch das zum Thema erfolgreich wünschen, ne, wie man erfolgreich wünscht und so, Gesetz der Anziehung. Gibt es unfassbar viele Bücher dazu, könnt ihr euch mal nachgoogeln. Wichtig ist einfach auf die Liebe zu konzentrieren, damit du auch die Liebe anziehst und vielleicht findest du auch in diesem Sinne auch den passenden Partner. Die letzte, das war jetzt aber viel zu schnell, oder ihr Lieben? Ich weiß nicht, war das zu schnell? Ich hoffe nicht. Ein ganz spontanes Video ist entstanden und das ist auch noch sehr lustig entstanden. Konzentriere dich auf die Liebe, denn das, was du anziehst, empfängst du auch, ne? Wenn du Liebe anziehst, wenn du dich liebst, ziehst du auch Menschen an, die dich lieben. Und ne, Liebe kommt zu Liebe, Hass kommt zu Hass und Wut zu Wut. Das ist das Gesetz der Anziehung. Oh, eine sehr schöne Karte. Die letzte Karte ist, Ruhe und Erholung sind entscheidend. Wir müssen alle unbedingt einmal eine Pause machen. Das ist eine Pause von Seelenpartner sein, eine Pause, um zu überlegen, was möchte man gerne als Partner haben, vielleicht möchte man ihn als Partner haben, oder vielleicht zu überlegen, was soll der Partner haben, um überhaupt diesen Partner anzuziehen. Es gibt ja auch so Eigenschaften, die man ganz gerne haben. So, ihr Lieben, I'm sorry about it. Die Kamera... ja, es ist halt so passiert, dass wir geredet haben und dass das Video sehr, sehr lang geworden ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ob ihr die Karten erkennt. Karten kennt, genau. Ob ihr die Karten erkennen könnt. Leider konntet ihr dazu nämlich nicht erkennen. Deswegen nochmal hier. Kann man das überhaupt sehen? Ich weiß es gar nicht.
Warte mal, ich guck, zoom mal dran. Ich hoffe, das konnte man jetzt so einigermaßen sehen. Das tut mir echt leid, dass ihr die Karten nicht erkennen könnt. Genau, eben haben wir ja drüber, gerade eben drüber gesprochen. Es sollte jetzt auch kein riesengroßes Video werden oder riesenlanges Video werden zum Thema, was ihr wünscht, welchen Partner ihr gerne haben möchtet. Muss hier ja auch keine riesengroße lange Liste sein zum Thema Partner. Kann ja auch sein, dass ihr gewisse Eigenschaften haben solltet. Ich wollte das jetzt mal nur so zeigen von den Kartendecks, weil ich glaube, das konnte man jetzt bei diesem Licht leider, leider. Okay, ich zeige euch das jetzt mal von hinten. Einen Moment. Leider nicht erkennen. Ich konnte. Kann man das jetzt so erkennen? Ja. Genau, das waren die drei Karten. Decks, drei Karten, die Arion runtergeschmissen hat. Habe Geduld, Ruhe und Erholung sind entscheidend und konzentriere dich auf die Liebe. Und hier ist nochmal eine andere Karte, die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Nicht, weil ich die gezogen habe, sondern weil natürlich nicht alles gezogen worden ist oder gezeigt worden ist, weil es alles sehr, sehr dunkel war. Leider sehr, sehr traurig. Deswegen musste ich das jetzt leider mal so machen. So, falls euch das Video schenkt euch kostbare Zeit. Hier steht immer so ein Text, den ich euch erzählt habe. Ich hoffe, den kann man sehen. Mit unserem Partner in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören und miteinander zu reden. Das ist natürlich die Karte zu schenkt euch kostbare Zeit. Und hier ist natürlich Taten sagen mehr als Worte. Verleihe deine Liebe durch Taten und Ausdruck. Oder durch Taten Ausdruck so. Und guckt euch mal, wie schön diese Karte aussieht. Richtig schön. So, ich habe euch jetzt mal kurz und knackig Eile mit Weile. Genau, das hatten wir eben auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten ich euch gezeigt habe. Auf jeden Fall konnte man dazu leider nicht erkennen. Leider. Deswegen zeige ich euch die jetzt nochmal ganz kurz. Vielleicht packe ich die in den Intro rein. Oh ja, jetzt kriege ich schon wieder eine Nachricht. Ja. So, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.